Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zum Nachbericht des 3D-Spiels am 18. Spieltag der Scottish Championship zwischen den Glasgow Rangers und Hibernian Edinburgh oder auch Hibs genannt. Wir gewannen mit 2:0 durch die Tore von John Daly mit einer 3,0 und einer 3,5 von Anthony Martial. Spieler des Spiels allerdings Darren McGregor, unser Abwehrchef mit einer 2,5. Beim Gegner der Torhüter bester Mann Mark Oxley mit einer 3,5. Aber man sieht's auch hier, die Noten, die immer so sind bei 3D-Spielen, kann man leider nichts machen. Den hier Ella Duddy noch mit der Vorlage und einer 2,5 hat es wirklich klasse gemacht. Muss man schon sagen. Und wir können hier bei den Hibs sehen, dass es von den Noten her nur Oxley, Hanlon, Mabry, Craig und Robertson sowie Taiwo mit jeweils einer 3,5. Also schon durchweg gute Leistungen. Stevenson und Wine hier ebenfalls noch mit einer 3,5. Nur Nelson und Heffernan mit einer 5,0 konnten da nicht mithalten. Unsere Ansprachen haben funktioniert, ist zumindest auch schon mal sehr positiv zu sehen. Jetzt die Statistiken. Dort sehen wir es 9:3 Schüsse, 4 aufs Tor, 5 daneben, 9:4 Chancen. Und 52-48% Ballbesitz, John Daly, Spieler des Spiels. Der Himmel war während des ganzen Spiels bewölkt, bei Temperaturen von 0 Grad. Und jetzt zu den Ergebnissen, die wir ja eben schon gesehen haben. Queen of the South 1:0 gegen Codenbath, Alloa 2:2 gegen Livingston. 5:1 Erfolg von House of Midlothian gegen Falkirk. Wir mit dem 2:0 gegen Hibernian und Dumbarton mit dem 1:0 gegen die Raith Rovers. El Haddadi wurde bereits zum 8. Mal in die Elf des Tages gewählt. Klasse Leistung hier von unserem Leihmann vom FC Barcelona. Und hier in der Tabelle sehen wir es jetzt 13 Punkte Vorsprung auf die Hibs. Dann Dumbarton mit 27 Zählern. Queen of the South, Falkirk, die Hearts auf dem 6. Platz. Unten Livingston, Alloa und Codenbath. In der Premiership sehen wir Celtic, St. Johnston und FC Aberdeen. Wir müssen auf Inverness gucken, den Tabellenzehnten ist unser Gegner im Pokal dann noch. Und dann sehen wir es hier, die Tabelle am 18. Spieltag sieht schon ordentlich aus hier in der ersten Liga. Der Meister, das souveräne Tabellenführer hier mit 39 Zählern, 4 Punkte Vorsprung auf St. Johnston und den FC Motherwell mit gerade mal 13 Zählern. So, Deutschland. Hat sich nichts getan hier, nach wie vor der 16. Spieltag. Zehmer Marvin Kompair wechselt in die Bundesliga zum FC Augsburg, 1,8 Millionen als Ablöse, er kam ja davor vom AC Florenz. Dritte Liga, Fortuna Köln vor MSV Duisburg. So, Italien, SSC Neapel vor Lazio und AC Mailand. In den Niederlanden Groningen vor Twente, PSV Eindhoven und Ajax nur auf den Plätzen 3 und 4. Und unten Willem Twee aus Tilburg, der Aufsteiger, sowie Leeuwarden, die hier um den Abstieg kämpfen müssen. Portugal, Benfica Lissabon, der Meister und Pokalsieger vor dem FC Porto und Sporting Lissabon hier auf der 6. Russland, Zehmer Zenit St. Petersburg und Dynamo Moskau auf den ersten beiden Plätzen. Dann in Spanien Real Madrid vor Atletico und dem FC Barcelona. Unten Almeria, Celta Vigo und es war klar, SD Alba. Deportivo der Aufsteiger mit 17 Punkten auf Platz 17. Die ja auch eine wirklich lange Tradition haben, Deportivo La Coruña. Die waren, glaube ich, einmal Meister früher. Ich glaube, hier in der Saison müsste es irgendwann mal gewesen sein. Da waren sie recht erfolgreich mit dem damaligen Stürmer Roy Mackay, der ja dann anschließend zum FC Bayern gewechselt ist und, glaube ich, eines der Rekordtore in der Champions League gemacht hat. Gegen Real Madrid, glaube ich, nach 10 Sekunden oder sowas. So, jetzt der Blick in die Schweiz. BC Young Boys vor Basel. In der Türkei sehen wir Galatasaray vor Fenerbahce, Trabzon und Beşiktaş. Und für alle türkische Zuschauer, die hier eingeschaltet hat, würde mich mal interessieren, von welcher Mannschaft ihr Fan seid. Weil ich habe es ja schon im ersten Part, als das Projekt angefangen hat, schon angekündigt gehabt oder mehr oder weniger gesagt gehabt, dass mich die Türkei durchweg interessieren könnte. Und jetzt könnt
ihr die Möglichkeit hier haben, mir zu sagen, welche Mannschaft euch interessiert. Vielleicht sieht man die ja mal in ein oder anderen Projekten. Und jetzt sieht man hier noch Brasilien, SC International Porto Alegre vor Cruzeiro, Flamengo und Corinthians. Und jetzt zu den Stimmen. Das sagte ich, Entschuldigung. Jeder kann sagen, was ich will. Und Patrick Fanlon von den Hibs sagte, die Statistik zeigt es. Immer wenn wir kein Tor schießen, haben wir entweder unentschieden gespielt oder verloren. In diesem Fall heute verloren. So, Spieltagsstatistik sehen wir Muni El-Haddadi in der Elf des Tages. Dann sehen wir hier noch Callum Petersen und Quentin Pereira von den Hearts. Von der Mannschaft von Baumada. Teamleistung drittbeste mit einem Schnitt von 3,23 in der Saison, einem Schnitt von 2,92. Beste Spieler sehen wir John Neely hier mit 14 Saisontoren, jetzt alleiniger Führer hier. Und nach 18 Spieltagen John Daly vor Kevin Keil. Nach wie vor notenbeste Spieler Fairplay. Sind wir die Fairste mit gerade mal 15 Punkten. Und das Duell zwischen Darren McGregor und Alan Mabry hat unser Mann für sich entschieden. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Sehen Sie hier vollkommen abgeschlagen. Selten war die rote Laterne eine so klare Sache wie in dieser Saison. Corden Bath hat volle 10 Punkte Rückstand auf den vorletzten Tabellenplatz. Was für eine Leistung! Und wir sehen hier wieder einige ablösefreie Wechsel der Top-Transfer darunter. Sastrus de Gui zu Dynamo Dresden in die dritte Liga. Barkero, der zu Rostock wechselt, Levan Kenia zu Union Berlin. Und dann können wir eigentlich weitergehen. Frankfurt hat verlängert mit Kevin Trapp die Mannschaft von Dr. Jones. Liebe Grüße mal an dich. Auch wenn ich das nicht so gerne mache, weil der liebe Dr. Jones es sehr, sehr einfach macht. Er spielt ja mit der gleichen Datenbank. Aber das, was er da wirklich macht, ist nicht gut. Er spielt das Ganze auf normal oder irgendwie sowas. Und da kann man natürlich ja auch sehen, wie man die Ablösen einzustellen hat und so weiter. Und es ist einfach nicht gut, weil man soll ja eine Herausforderung hier in dem Spiel haben. Nicht alles sehen können, sonst ist es so wischiwaschi. So, gucken wir mal hier. Es war die fünfte, also ist er jetzt im nächsten Spiel gesperrt. Die Chance für Gasparotto, sich zu beweisen, der dann seit längerer Abstinenz mal wieder zum Einsatz kommt. Da gucke ich jetzt mal, wann sein letztes Spiel war. Das war am 29. September gegen die Hibs, okay. Bei der Niederlage. Und wir sehen es jetzt, Weihnachten steht an, Heiligabend und jetzt die Rangliste des Fußballs. So, mal gucken, ob es das auch für die für die Championship gibt. Können wir mal gucken. Cameron Bell ist im Blickfeld neben Neil Alexander. Außenbahn stellen wir nur Stefane hier im Blickfeld, herausragend Templeton und Muni El-Haddadi in der Außenbahnoffensive. Im Mittelfeld Black und Valotti hier. Und bei den Stürmern herausragend John Daly und Keil. Martial auf dem dritten Platz hier auf dem achten Platz hier im Blickfeld. Auch klasse Leistung von ihm. Der jüngste James Collins hier auf der 4. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal weiter zur nächsten Begegnung. Gucken wir noch in der Premiership, in der Belletage, wer da in Front ist. Bei den Stürmern John Guidetti und Shift G. Stoke im weiteren Kreis, im Blickfeld Chris Boyd, Nigel Hasselbaink und John Sutton. Es gab, glaube ich, mal früher Jimmy Floyd Hasselbaink, der ein wirklich guter Spieler war. Vielleicht kann es sein, dass dieser Hasselbaink mit ihm verwandt ist. Wenn es einer weiß, in die Kommentare. Mittelfeld sehen wir hier einige. Isaac Osborne, Mark Reynolds, James Fowler. War der nicht mal in England? Nee. Das war, glaube ich, Robbie Fowler, okay. Die Legende von Liverpool. So, und dann können wir weitergehen. Zum Spiel gegen den FC Livingston, wieder Heimspiel. Oh. Schon wieder die schöne Tom und Jerry Musik. So, jetzt sehen wir unsere blütenweiße Serie. La 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 la.
Und wir sehen es hier, unser Stadion ist nicht ausverkauft. An diesem 19. Spieltag FC Falkirk gegen Hibernian Edinburgh, dann Dumbarton gegen Queen of the South und unser Spiel Glasgow Rangers gegen den FC Livingston. So, zwei News, neuer Jugendspieler Scott Brown, der ist der erwartete Torhüter. Da wartet nämlich der liebe Benjamin Weber drauf. Nehmen wir mal mit und den bekommst du dann auch, ganz klar. Oder haben wir dich eigentlich schon? Weil wenn ich dich jetzt doppelt benenne. Nee, dich haben wir noch nicht, okay. So, Karriere können wir mal kurz reingucken, wie es da aussieht. Bibliografie. Sehen wir hier. Sind wir mittlerweile zum 4. Mal Manager des Monats geworden. Auch eine Leistung. Rekorde sehen wir hier. Bester Spieler Martial. Unter 23, über 23 John Daly, bester Jugendspieler Patrick Vollrath, der eine 56 hat, so langsam wird er dann ein Kandidat für uns werden. So, Transfer Signorino, teuerste Verpflichtung, teuerster Spieleverkauf Lee Wallace, da gucken wir mal kurz drauf. Ist mittlerweile 4,6 Millionen wert, also hat seinen Marktwert, glaube ich, ungefähr verdoppelt. So, er ist zu wertvoll. Mal schauen, ob früher oder später da eine Rückkehr möglich ist. Ergebnisse. Meine längste Siegesserie 33 zu 7, 10 Spiele. Längste Niederlagenserie war erst einer hier. Höchster Heimsieg in der Liga war es 4 zu 0. Höchster Auswärtssieg zuletzt gesehen ist 8 zu 0. Und die höchste Auswärtsniederlage ist 1 zu 4. Das konnte man ja jetzt einigermaßen kletten. So, Finanzstatistiken, Titelgewinner haben wir noch keine bislang. Das wird, denke ich mal, noch werden. So, gehen wir mal in die Mannschaft. Kyle Hutton, 72, könnte eine Pause gebrauchen. Dann würde ich sagen, Agiriu kann mal zum Einsatz kommen. Valotti, eine 78, braucht wohl noch ein bisschen. Nehmen wir mal Alan Smith hier mit. So, und dann gucken wir mal, ob es irgendwas gibt. Ich wollte natürlich mal noch gucken, wegen Tim Wiese, wie es da jetzt aussieht. Und er ist immer noch vertragslos. Wäre das vielleicht nochmal die Möglichkeit, den Bullen hier zu holen? Es wäre einfach nur der Gag des Jahres. So, muss ich kurz in den Scout rein, wie ich gerade gesehen habe. Weil er Martial scoutet. So, nach den gescheiterten letzten Verhandlungen lehnt der Spieler weitere Gespräche ab. Das war aber schon Ewigkeiten, dass wir es da versucht haben. Schade. Weil das wäre es jetzt natürlich der Oberhammer gewesen, Tim Wiese zu holen. Aber wir gucken mal, was wir hier so sehen. Marco van der Heide. Gucken wir mal, Stürmer. Sind schon ein paar dabei, nach wie vor Emile Heskey, Ida Hoare, hier noch Tanasha Aranda. Nicht so das, was ich sag, könnten wir holen. Jan Klinker, Daniel Wagner, Klinker vielleicht noch. Aran Zubia wäre noch mal einer mit Erfahrung. Klinker, früherer Torhüter von Union Berlin. Hat dort 10 Jahre lang gespielt, 211 Einsätze. So, Rechtsverteidiger. Rothenbach, Christian Müller, Julian Rattay. Kommt von Duisburg. Darmstadt, okay. Da müssen wir sowieso gucken, wenn das Transferfenster öffnet, dass wir hier den einen oder anderen Spieler holen. Wie jetzt hier zum Beispiel Timo Röcker von der zweiten Mannschaft von Hannover 96. So, Innenverteidiger Adnan Mravac, Jonathan Sebina, Aquista Pace, der Ex-Bochumer, Malte Metzelder, der Bruder von Christoph Metzelder, Matthias Jeißle,
Also es gibt hier durchweg Möglichkeiten. Mal gucken, was der gute Jeißle jetzt mittlerweile für einen Wert hat. Eine 63. Genauso wie Malte Metzelter, Nicke Nick mit einer 64, Aquista Pace mit einer 65. Mal gucken, Breger mit einer 67, Mary ebenfalls 67, Sabina 68, Cerdon. Das sind alles erfahrene Spieler. Adnan Ravac strotzt auch so vor Selbsterfahrung, ist aber auch schon 30. So auf der DM immer noch Mudin Gahi, Mike Wagefeld, der Ex-Dresdener. Cengue kennt man ja auch. War, glaube ich, mal beim FSV Frankfurt. Moises Hurtado, auch ein sehr erfahrener Mann. Früher bei Espanyol Barcelona recht gut unterwegs. So, gibt es hier irgendjemand, der sagt, der könnte was für uns sein? Nee. So, Neutink. Hatten wir ja schon mal LM. Heidhöhler, glaub Ex-Paderborner. Ivan Perez. Nee, ich glaube, wir finden hier nichts, was uns irgendwie vom Stuhl haut. Von daher können wir reingehen in den Kader. Ian Black könnte man eigentlich auch austauschen, aber ich denke mal, das lassen wir. 500. So, decken wir mal hier die ganzen Spieler. Und dann sehen wir uns zur nächsten Partie gegen den FC Livingston zu Hause. Das müsste jetzt die dritte Runde sein. Zweimal konnten wir ja siegreich das gestalten.